Willkommen zum letzten Video in diesem Jahr und heute geht es um Walk-in-Duschkabinen, also Duschwände. Was will man die ganze Zeit über Duschwände erzählen? Ist doch ganz einfach, es ist eine Glaswand. Aber so einfach ist es nicht. Denn es gibt nicht nur verschiedene Glasstärken, sondern auch Befestigungstypen und auf diese werden wir insbesondere eingehen. Bei diesem Beispiel handelt es sich um die Palladium Neo von Dusa. Das 8mm Glas wird in einem Wandprofil gehalten. So kennen Sie das im Allgemeinen. Ich vergrößere einmal das Wandprofil. Zwei U-Profile werden hier ineinander geschoben. Das ist die häufigste Befestigungsart von Glasscheiben an die Wand. Doch das alleine reicht nicht aus. Denn egal ob 5, 6, 8 oder gar 10mm Glas, der Gesetzgeber verlangt noch eine weitere Fixierung. Die älteste und die häufigste ist der Stabilisationsbügel. Dieser wird auf der einen Seite an die Wand gebohrt und auf dem Glas einfach oben aufgesetzt. Hier noch einmal in der Vergrößerung. Es gibt jedoch eine Ausnahme, nämlich die Ducholux Air. Wie auf dem Bild zu sehen ist, haben wir hier keinen Stabilisationsbügel. Es gibt nämlich einen Trick bei der gesamten Sache. Die Wand wird nämlich nicht nur an einem Wandprofil befestigt, sondern auch an einem Bodenprofil. Dieses muss vorher angebracht werden. Auf dem Ausschnitt in der Montageanleitung sieht man das vielleicht ein bisschen genauer. Diese Montagemöglichkeiten gibt es sowohl Aufputz als auch Unterputz, wobei der Hersteller die Unterputzvariante empfiehlt. Obwohl das hier recht einfach aussieht, ist tatsächlich Hightech am Werk. Die Materialien müssen stärkste Belastungen aushalten. Für die Erfüllung der Normen hat Ducholux jede Menge auf sich genommen. Einen anderen Weg ist die Firma Kermi mit der Walk-in XS gegangen, nämlich mit einer Deckenstrebe als Abschluss. Die Höhe muss ganz genau ausgemessen werden, damit hinterher die Scheibe ganz genau in die Passmöglichkeit hineinpasst. Durch die massive Deckenstrebe sind sehr große Längen möglich. Die XS gibt es sowohl mit Wandprofil als auch als rahmenlose Lösung, wie auf diesem Foto zu sehen ist. Achten Sie auf die Pfeile. Dort befinden sich nämlich kleine Scharniere, die an die Wand montiert werden. Auch Schulte hat etwas Rahmenloses im Programm, nämlich die Davita. Wie man sehen kann, ist diese rahmenlose Variante kombiniert mit einem Stabilisationsbügel, also recht klassisch. Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Stabilisationsbügel, da sich daran gewisse Utensilien aufhängen lassen. Rückenbürste, Duschgel, alles hat seinen Platz da dran. Zu erwähnen wäre, dass bei diesem Modell sowohl Aufmaß als auch Montage im Preis inklusive sind. Klassisch, solide, einfach, das Konzept geht hier wirklich auf. Von Schulte gibt es die Serie Masterclass und diese hat auch eine Deckenstrebe. In der Vergrößerung vielleicht nochmal deutlich zu sehen, diese ist nämlich oben aufgesetzt. Das bedeutet, maximale Breite ist 1,40 Meter hier. Aber 1,40 ist mehr als ausreichend für eine Walk-in-Dusche, erst recht, wie hier abgebildet, man eine Regendusche verwendet. Ein netter Gimmick ist bei diesem Modell der optionale Handtuchhalter. Diesen finden Sie auch bei Dusa und anderen Herstellern, aber hier ist es kombiniert mit einer Deckenstrebe. Und da sind wir schon am Ende unseres Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen Wissen mitnehmen können. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Und vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen!